Es ist schon ein gewisses Ritual in Bocholt. Gleich ein paar Dutzend Oldtimer aus dem Münsterland, Rheinland, Ruhrgebiet, ja sogar aus Luxemburg, fahren an der Klassik-Garage vor, um gleich wieder gemeinsam weiterzufahren. Wohin? Die Startnummern verraten es. Dieses Wochenende geht's nach Holland. Bei mir ist jetzt Norbert Heisterkamp, bekannt aus Sieben Zwerge und bekannt auch aus Alles Atze. Und ganz ehrlich, wenn ich den Norbert hier so sehe, dann fühle ich mich auch als Zwerg. Bocholts kleinster Reporter, neben einem der größten Schauspieler, zumindest körperlich. Norbert, warum bist du jetzt hier dabei? Norbert, du musst deinen Blick ein bisschen nach unten. Ach so, da bist du. Genau, ja. Ah, so sieht's aus. Ja, genau. Okay. Dann stell deine Frage einfach nochmal. Ja, also jetzt nochmal die Frage, warum bist du mit dabei? Weil das einfach eine super Gemeinschaft ist und weil ich glaube, das letzte Jahr, sind wir die im letzten Jahr gefahren oder im letzten Jahr schon gefahren sind und die Schlössertour nach Holland rein ist einfach ein Traum. Das heißt, was erwarten wir heute? Ich bin das erste Mal dabei, ich weiß überhaupt nicht, wie es, wo es hingeht, was mich erwartet. Erzähl mal ein bisschen von der Tour. Ich will ja nicht so viel erzählen, weil du sollst dich auch überraschen lassen. Aber wir werden schöne Schlösser sehen und der Klaus Lange hat sich auch noch ein paar schöne Highlights einfallen lassen für uns. Und lass dich einfach überraschen und nerv mich jetzt nicht, ich muss meine Startnummer noch aufnehmen. Ja, jetzt Norbert ist beschäftigt. Damit wünsche ich allen viel Spaß bei der Tour und ich bin gespannt. Und los geht's für die über 20 Porsche und Oldtimer erst einmal Richtung Grenze. Natürlich nicht auf direkten Wege, denn der Weg soll ja schließlich das Ziel sein. Aber schon nach einer knappen Stunde der erste Zwischenstopp auf der Rheinpromenade in Tolkamer. Neben mir ist Klaus Dange, der diese Holland-Tour für Grenzland Klassik Bocholt ausgearbeitet hat. Klaus, wo geht's jetzt weiter hin? Ja, wir gehen jetzt weiter hier mit unserer Porsche-Abteilung ins Land der Trempel. Wir fahren jetzt einige Schlösser an. Wir fahren jetzt als erstes, die nächste Station ist Dornburg. Da können wir eine kleine Schlossbesichtigung machen und dann geht es weiter durch die Postbank. Durch die Postbank? Geld abholen oder was? Na, das möchte Jörg doch sehen. Aber erst einmal ist jetzt Käferfahren angesagt. Mit den Töchtern von Norbert Heisterkamp, Friederike und Lea. Los geht's. Sag mal, ihr beiden, ihr seid ja nun mal richtig jung. Ist das jetzt eure erste Oldtimer-Tour? Ja, das ist unsere allererste. Wir haben letztes Jahr schon davon gehört, von der Grenzland-Klassik, dass unsere Eltern da mitgefahren sind. Und wir haben da so von geschwärmt. Als es dann hieß, das Ganze geht dieses Jahr wieder los, habe ich gesagt, auch das würde ich mir wohl auch noch gefallen lassen. Am liebsten mit dem Käfer Cabrio. Da hat der Papa sich nicht lumpen lassen und hat gesagt, alles klar, besorgt euch. Dann fahren die Mädels mit. Na, was soll jetzt weiter ausfahren? Die Ausfahrt? Ja. Die Lea liest jetzt gerade aus dem Roadbook vor. Jeder Teilnehmer hat ja so ein Roadbook. Ja. Lea, wie kommst du jetzt damit klar? Ist das jetzt hervorragend ausgearbeitet oder? Also ich muss sagen, wir hatten immer Anlaufschwierigkeiten. Also da wir das erste Mal dabei sind, dass vorhin alles ziemlich schnell ging. Ja. Also das angefangen hat es damit, dass ich die zweite Seite zuerst aufgeschlagen habe und wir uns gewundert haben, warum die Straßennamen die verkehrt sind. Okay. Danach haben wir uns dann gewundert, warum hier zwei Angaben sind. Das waren aber Kilometer und Meilen. Das haben wir aber doch relativ schnell rausgefunden. Ja. Nein, also man muss sich schon erstmal dran gewöhnen, wenn man es überhaupt nicht kennt, weil wir wirklich ja auch hier die ganzen Straßen und so weiter nicht kennen. Und das Problem ist auch, dass wir kein Tageskilometerzähler haben. Das heißt, wir müssen wirklich auf die Straßennamen gucken, okay, und können es nicht abschätzen. Aber jetzt so mittlerweile haben wir es, glaube ich, raus. Also so schön kann es nicht sein, wir sind ja angekommen. Ja. So auch bei der Fähre über die Eisel. Die kurze Pause eignet sich prima, das ein oder andere Schätzchen wieder aufzupolieren. Dann geht's auch schon weiter zu den Schlössern und Burgen der Niederlande.
Und weil sich die Holländer extra schick machen, kommt Jörg natürlich auch hoch zu Ross. Man will ja schließlich auch repräsentieren. Etwas gediegener geht es dann für die Tourteilnehmer weiter über Deiche, vorbei an Grachten, von Burg zu Burg und Schloss zu Schloss, rund um Arnheim. Gefällt es dir bisher? Ja, super. Sehr wenig Regen, obwohl es anders aussah und alles gut ist. Hervorragend. Super, ganz toll und super klasse ausgearbeitet, aber eigentlich wie jedes Mal. Sprich, wie jedes Mal? Also sind Sie nicht das erste Mal dabei? Nein, das dritte Mal jetzt. Das dritte Mal schon. Und immer wieder andere Touren oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind immer andere Touren. Jetzt das erste oder dieses Mal war das jetzt mal die erste Tour, ist jetzt ähnlich wie vor einem Jahr. Aber morgen wird es wohl, denke ich, mal anders werden, so wie ich das mitbekommen habe. Und das Ganze ist ein Cabrio, aber auch mit Verdeck und ohne Verdeck. Sind Sie jetzt die ganze Zeit geschlossen gefahren oder offen? Die ganze Zeit jetzt geschlossen halt. Ja, mein Sohn wollte lieber, dass der Wagen geschlossen bleibt. Gut, kann ich bei so einem tollen Wagen natürlich auch verstehen. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Inzwischen ist die Gruppe um einen Rolls-Royce angewachsen. Der gehört dem Niederländer Toni Bienemann, der die Gruppe zu sich eingeladen hatte und jetzt auf dem letzten Stück durch die Postbank begleitet. Nein, kein Kreditinstitut. So heißt nur ein Teil des etwas bekannteren Naturschutzparks Hoge Veluwe. Allerdings dürfen wir auch mit Autos durch die Landschaft fahren, die man so gar nicht in Holland erwartet. Dichte Wälder, Hügel und vor allem blühende Heide, wohin das Auge blickt. Mitten in Arnheim geht dann der Augenschmaus weiter. Denn hier gibt's Nobelkarossen, wohin man blickt. Toni Bienemann hat nämlich nicht nur den einen Rolls-Royce. Als sehr erfolgreicher Unternehmer hat er gleich das nötige Kleingeld für über 130 solcher Chromschleudern. Wir sind hier in einer der größten Rolls-Royce- und Bentley-Privatbesitzsammlungen angelangt. Was sagst du dazu? Schon echt erstaunlich, wie viele Autos hier stehen. Allein diese Hebebühnen, die sind schon toll. Doppelte Kapazität. Ja, Rolls-Royce ist natürlich schon ein Auto, da kann nur Königin mitfahren. Ne? Da wir jetzt keine Königin sind, weiß nicht, ob wir damit fahren dürfen und könnten, aber allein, es gibt nicht nur Rolls-Royce und Bentley, es gibt auch ein paar andere Fabrikate, unter anderem mal so ein paar Ferraris. Also ich merke gerade, du bist auch ein bisschen erschlagen davon, ja, fehlende Worte. Das ist schon Wahnsinn hier, also die Autos ist schon toll, sagen ab. Herr Bienemann, was haben Sie hier so für Fahrzeuge? Ja, das ist ein Sammelsurium, ein Potpourri von verschiedenen Fahrzeugen. Die Frage wird oft gestellt, was ist Thema der Sammlung? Hauptpunkt ist Rolls-Royce und Bentley. Ungefähr die Hälfte der Sammlung ist Rolls-Royce Bentley von 1920 bis die neueren Fahrzeuge. Und dann sind es Fahrzeuge, die, ja, wie gefällt, was man früher als Junge vielleicht das Matchbox gehabt hat oder bei Automotive Sport gelesen hat. Das bleibt dann irgendwie doch oben in der grauen Masse hängen und die kauft man sich dann. Na dann will Jörg auch mal einen anprobieren. Ja, es verschlägt mir so ein bisschen den Atem. Herr Bienemann, erzählen Sie noch mal ein bisschen was über das Fahrzeug. Ja, früher wurden Fahrzeuge nur als Chassis und Motor gekauft, also die Karosserie war nicht mit inbegriffen. Und dann ging man zum Coachbuilder, Kutschenbauer, der dann die Karosserie gebaut hat, die einem dann gefällt.
Diese Fahrzeuge, die hier stehen, sind alles in der Technik gleich, aber von der Karosserie ganz anders. Unser Kutschenbauer, der hatte zum Beispiel 15 Modelle, die etwas geläufiger waren. Da hat man sich eine ausgesucht, aber da konnte man ändern oder man konnte einen komplett neuen Entwurf machen. Ja, vielleicht mal auch noch gut zu erwähnen, die Funktionalität. Viele Leute denken, das ist schwierig zu fahren. Diese Fahrzeuge sind alle ganz leicht zu fahren. Die englischen Fahrzeuge, trotz dass die groß und etwas umständlich aussehen, sind für, lass mal sagen, die schmalen Straßen in England gebaut. Da, sind die dann auch für kleine Menschen gebaut, die dann auch so ein großes Lenkrad bedienen müssen? Ja, ja, genau. Früher waren die Menschen natürlich etwas kleiner. Heute auch noch. Ja, ab und zu. Und die sind Schnellstraßen oder Autobahnen gab es eigentlich nicht in England zu der Zeit. Und viele Sachen sind sehr funktionell. Zum Beispiel, das ist auch für die Leute, die eigentlich neuere Fahrzeuge mögen. Ich sage immer, naja, es gab früher schon sehr interessante Lösungen. Dies ist die Seite des Fahrers. Und zum Beispiel, hier gibt es einen Hebel für das Fenster. Und damals musste man auch ab und zu mal ein Kärtchen abgeben. Und dann konnte der Fahrer ganz schnell das Fenster hoch machen. Also hat er seinen Arm hier und dann kann er ruckzuck und das Fenster ist offen und das Fenster ist wieder zu. Also eigentlich viel einfacher wie die heutigen Fahrzeuge, viel schneller, es geht nicht kaputt. Und diese Funktionalität ist leider beim heutigen Automobilbau oft weg, ist mehr Modeerscheinungen, wenig Platz im Auto und früher hat man einfach auf die Funktionalitäten und Komfort geachtet. Mehr oder bei manchen auch etwas weniger komfortabel geht es dann zu einem, den weniger gemütliche Polster oder Minibars interessieren, sondern vielmehr der Motorenraum der Schätzchen. In Lichtenforde ist die Truppe zu Gast bei Hans Fuchs. Der nämlich ist stolzer Besitzer einer ziemlich schicken Werkstatt mit allem Zip und Zap. Unter anderem einem modernen Prüfstand. Hier nämlich stellt er den Verbrauch seiner Oldtimer richtig ein. Und bei den Oldtimern seiner Freunde. Und deren Freunde. Ja, und deren Cousins zweiten Grades. Und weil die auch wieder welche kennen, bei denen die Oldtimer nicht rundlaufen, macht Hans das inzwischen beruflich. Ja, die alte Fahrzeuge, die sind natürlich eingestellt für Sprit von damals. Und die Sprit hat sich dermaßen geändert, dass die alte Fahrzeuge, ja, die fahren nicht mehr so gut auf die neue Sprit. Die vertragen das nicht so gut. Und das hat zu tun, dass die Autos stehen zu mager. Das heißt, dass die zu wenig Sprit bekommen. Und was ich hier mache, ist, dass ich die Vergaser, die ändere ich. Ich mache andere Bedüsungen rein, dass die mehr Sprit kriegen. Und dann denkt man oft, oh, mehr Sprit geht rein, da verbraucht er mehr. Das ist zwar nicht so, der verbraucht weniger, weil der besser läuft. Und ja, ich habe da sehr viele Autos kommen hier natürlich, weil all die Oldtimer haben alle, fast alle, das gleiche Problem. Das kennen auch einige Teilnehmer der Holland-Tour. Und vereinbaren schon direkt einen Termin bei Hans Fuchs. Für dieses Wochenende aber reicht es erst einmal. Da fahren Sie hin in die Parkgarage. Das war die Holland-Tour 2014. Zwei wundervolle Tage gehen zu Ende. Und ich sage Tschüss und Bye-bye, Bocholt's kleinster Reporter, Jörg Konsel.